Moin Giorno, Freunde des gepflegten Grillens. Auf unserem Kanal sind mittlerweile über 200 Videos zum Thema Grillen. Aber ein Klassiker fehlt noch, und zwar Moin Balls. Und die holen wir heute nach in der Chili Cheese Version. Und was wir heute alles für die Chili Cheese Moin Balls an Zutaten benutzen, das zeige ich euch jetzt auf dem Brett. Wir brauchen heute Rinderhack. Dann habe ich hier Bacon. Hier habe ich eine Salz- und Pfeffermischung vorbereitet. Das hier ist Speiseöl. Das nutze ich, weil ich keine Handschuhe nutze, so ein bisschen zum Einreiben beim Kneten vom Hack, dann bleibt das nicht so kleben. Dann brauchen wir noch Joghurt und was den Namen Chili Cheese hergibt, habe ich hier die Chili Cheese Soße von den Sizzle Brothers. Diese werde ich heute testen, bin ich super gespannt drauf. Grüße gehen raus an die Sizzle Brothers. Die habe ich übrigens eben noch mal kurz in den Froster gepackt, damit die nicht ganz so flüssig ist, weil ich will die ja nachher in die Bowls füllen. Und für den Glaze brauchen wir noch eine Barbecue-Soße. Das ist hier meine Lemons Barbecue Barbecue-Soße im Selbstversuch. Das Video dazu, wo ich die gemacht habe, das blende ich euch mal hier oben ein. Die ist richtig klasse und die werden wir natürlich auch heute nutzen. Fangen wir mal an, dass wir uns das Hack vorbereiten. Zu dem Hack gebe ich als erstes mal den Joghurt. Die Mengen, die ich hier verwende, die schreibe ich euch natürlich wie üblich immer unten in die Videobeschreibung. Hier dann noch meine Salz- und Pfeffermischung. Da ist der Anteil vom Salz relativ gering, da wir das Ganze noch mit dem salzigen Bacon umschlagen. Dann nehme ich mir hier ein bisschen von dem Speiseöl. Verreibe noch mal ein bisschen an den Fingern. Ja, dann werde ich das Ganze jetzt mal schön kneten. Das Rinderhack richtig gut durchmengen, sodass das richtig schön Fäden zieht. Dann gehen euch auch nachher die Moin Balls nicht auf. So, ich habe das Ganze jetzt ein paar Minuten durchgeknetet. Den Joghurt gebe ich übrigens dazu. Das macht das Ganze ein bisschen fluffiger. Ihr könnt natürlich anstatt reines Rinderhack auch Schweinemett und Rinderhack zusammen nutzen. Dann braucht ihr das nicht. Und im nächsten Schritt werden wir das mal portionieren. Insgesamt möchte ich mir jetzt 6 Moin Balls machen. Da habe ich mir jetzt mal ungefähr die Hälfte rausgenommen. Dann ziehe ich mir so ungefähr ein Drittel von ab. Aus dem Hack machen wir uns jetzt so eine Art Patty. Und das mache ich jetzt mal mit allen 6. Achtet dabei ein bisschen drauf, dass sie ungefähr gleich groß werden. Ihr könnt natürlich auch eine Waage verwenden, aber das tut eigentlich nicht Not. Meine 6 Portionen für die Moin Balls, die sind fertig. Ungefähr gleich, das sind jetzt so ungefähr 75, 80 Gramm. Dann lege ich mir hier schon mal Bacon aus. Einmal so und einmal kreuzweise daneben. Hier die Soße. Machen wir die mal auf. So sieht sie aus. Schön dunkelgelb mit ein paar Stücken. Die werden wir jetzt mal probieren. Richtig lecker. Käse kommt gut durch. Schöne Schärfe hinten durch. Ich bin gespannt. Und dann gibt es von der leicht angefrosteten Chili-Soße überall einen Klecks in die Mitte. Ungefähr so ein Teelöffel. Die hätte fast noch ein bisschen länger anfrosten können. Aber die war jetzt ungefähr eine halbe Stunde drin. Und dann nehmen wir uns hier mal einen von diesen Patties. Und dann umschließen wir hier einmal diesen Ball, sodass wir möglichst die ganze Chili-Soße in den Ball haben. Das hat hier geklappt. Dann legen wir uns den einmal auf den Bacon. Einmal mit ordentlich Zug von der Seite rüber. Mit ordentlich Zug von der anderen Seite rüber. Und das Ganze auch noch einmal von der anderen Seite. Und so sieht er aus. Mein erster Chili Cheese Ball. Ich mache die jetzt alle fertig. Vielleicht nehme ich sogar 3 Scheiben Bacon. Und wenn ich soweit bin, seid ihr wieder dabei. Die 6 Moin Balls, die sind jetzt fertig. Ich empfehle euch aber, nehmt 4 Scheiben Bacon. Da ist er komplett umschlossen. 2 sieht er dann so aus. Und bei 3 sind auch noch ein paar freie Stellen. Und falls ihr das möchtet, könnt ihr die noch mit kleinen Spießchen fixieren. Und eins wollte ich schon immer mal sagen. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar ist das mein Weber Jumbo Joe. Der ist euch wahrscheinlich gänzlich unbekannt. Hier vorne habe ich eine Vorstellung von dem Grill gemacht. Seid mal gespannt. So, da gucken wir jetzt mal rein. Hier habe ich jetzt schon einen kleinen Kohlekorb gezündet. Wir haben jetzt nämlich ein indirektes Setup. Hier die Hitze und hier den indirekten Bereich. Und da es ja um Barbecue handelt, gehört natürlich auch ein bisschen Smoken dazu. Ich habe jetzt hier Apfelchips. Ich muss sagen, die finde ich eigentlich am besten. Die haben nicht so einen extremen Rauch. Und da geben wir gleich mal ein paar hinzu. Dann schnell das Rost auf, bevor die ganz verbrennen. Dann die Moin Balls in den indirekten Bereich. Dann schnell den Deckel zu.
zwischen 160 und 180 Grad peilig an. Dafür stelle ich mir das jetzt ein bisschen so auf halbe Öffnung hier. Dieser Grill hat jetzt hier kein Thermometer, aber so ein bisschen Gefühl hat man ja. Unten habe ich ganz auf und ich steuere das Ganze über oben. Der hat hier leider keinen Kunststoffgriff zum Anfassen, deswegen muss man sich ein bisschen behelfen. So, das Ganze bleibt jetzt erstmal so für 25, 30 Minuten am Garen und am Räuchern. Und wenn es soweit ist, sehen wir uns hier gleich wieder. Hm. 25 Minuten sind jetzt um. Ich habe noch einmal ein bisschen Woodchips nachgelegt und dann schauen wir doch mal rein. Sehen die nicht mal geil aus? Man sieht richtig schön, dass sie geräuchert sind. So, dann habe ich mir von meiner Barbecue-Soße hier schon mal ein bisschen was abgefüllt und einen Pinsel dazu. Und dann werden wir die mal richtig ein bisschen schön mit Barbecue-Soße glazen. Das reicht völlig aus, wenn ihr das nur von oben macht, da wo ihr rankommt, da müsst ihr nichts drehen. Die dürfen jetzt noch mal eine Viertelstunde draufbleiben, bei geschlossenem Deckel natürlich. Die Barbecue-Soße, die soll jetzt schön richtig anziehen und dann sind sie fertig. Zack, weitere 15 Minuten sind jetzt um, sie müssten jetzt fertig sein. Insgesamt waren sie jetzt so 45 Minuten drauf und dann schauen wir doch mal nach und probieren. Ich glaube, die sehen relativ lecker aus, oder? Nehme ich mir mal einen runter. Und dann schneiden wir uns den mal an. Freunde, so sehen sie aus. Oh, schön heiß, saftig. Und dann probiere ich mal. Boah, Leute, ist das geil. Barbecue Glaze kommt richtig geil durch. Rauchgeschmack kommt richtig super durch. Die Chili-Cheese-Soße passt perfekt. Das ist ein richtig runder Geschmack. Eine Geschmacksexplosion im Mund, wirklich. Macht das mal so nach. Ihr könnt natürlich auch die Version mit Käse machen, aber die Version finde ich auch richtig geil. Gut, Käse ist ja auch drin, aber Hammer. Der Grill hat auch getan, was er tun sollte. Hat er wunderbar hingekriegt. Wirklich, das war sein erster Einsatz, einwandfrei. Und die Barbecue-Soße, Leute, boah, ich habe die ja bisher nur pur probiert, aber ist echt der Hammer. Macht die mal so nach, wie ich es im Video gesagt habe, wirklich gut. Und auch jetzt habe ich nach über 200 Videos auch endlich mal Mindballs zu euch im Angebot. Und falls euch die gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt unten mal einen Kommentar rein, vielleicht was ihr auch gerne sehen wollt. Und falls ihr das noch nicht seid, könnt ihr hier vorne gerne ein Abo für meinen Kanal geben. Und auf der Seite, da blende ich euch zwei Videos zum Weitergucken ein. Wir werden das Ganze jetzt essen. Dazu gibt es gleich Wedges und Krautsalat. Wenn ihr die ein bisschen kleiner macht, dann könnt ihr die auch als Fingerfood nutzen. So wie ihr möchtet. So, und ich bin jetzt raus. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillkunst, gerne Zeit. Ciao!